Und um den Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit geht es jetzt gleich auch im Bundestag. Und gleich zu Beginn der Sitzung wird darüber beraten, um kurz nach 9. Vorher spricht mein Kollege Erhard Schärfer darüber mit seinen Gästen. Und damit gebe ich jetzt direkt ab nach Berlin. Herzlichen Dank, Katrin Augustin. Ja, und wenn wir über den Stand der Deutschen Einheit reden, dann lohnt durchaus nicht nur ein Blick in den Osten, der ja der Auslöser ist in erster Linie für diesen Bericht, sondern auch nach Westen. Und deswegen freue ich mich über zwei Gäste, die wir heute hier haben, die einmal das repräsentieren, nämlich Ost und West, aber auf der anderen Seite auch sehr unterschiedliche politische Positionen zu diesem Thema. Aus dem Wahlkreis 123 Gelsenkirchen begrüße ich Irene Mialitsch von Bündnis 90 Grün, wo sie innenpolitische Sprecherin ist. Und Marco Wanderwitz ist bei uns, Wahlkreis 163, Chemnitzer Umland, Erzgebirgskreis 2 und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, dafür letzteres zuständig, nämlich Bau und Heimat. Und außerdem ist er noch Sprecher der Landesgruppe Sachsen hier im Deutschen Bundestag in der CDU-Fraktion. Bevor wir über die deutsche Einheit stellen, muss ich eine Frage natürlich zu einer nicht ganz unwichtigen Personalie diese Woche stellen. Und das ist die Abwahl von Volker Kauder als Vorsitzender der Unionsfraktion. Das Ergebnis, das sich da gezeitigt hat am vergangenen Dienstag, ist das in Ihrem Sinne und was bedeutet das? Das Ergebnis war, wie nahezu alle Protagonisten erwartet haben, sehr knapp, weil zwei sehr respektierte und sehr respektable Kandidaten dort zur Wahl standen. Jetzt wird sich die Fraktion ein Stück weit neu erfinden, neu aufstellen. Ralf Brinkhaus hat vieles in den Raum gestellt in seiner Bewerbung, was er auch anders machen will als Volker Kauder und sein Team das gemacht haben. Es werden jetzt spannende Tage in nächster Zeit, aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir gute Chancen, gestärkt aus der Sache hervorzugehen. Am Ende dann doch irgendwie ein erkennbares Votum, dass er doch in seinem, auch in Ihrem Sinne gewesen ist, dieses Ergebnis. Zumindest deute ich das jetzt mal so, Frau Mialitsch. Was heißt das aus Ihrer Sicht für die Arbeit der Koalition? Ja, also das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, das Wahlergebnis ist in erster Linie problematisch für Angela Merkel, weil sie sich ja vor der Wahl ganz unmissverständlich hinter ihren Wunschkandidaten Volker Kauder gestellt hat. Und welche Auswirkungen das jetzt konkret auf die Regierungsarbeit hat, das können wir, glaube ich, heute noch nicht abschätzen. Ich hoffe aber, dass sich das noch zum Positiven wenden wird angesichts der Krisen, die wir auch in den letzten Monaten hatten. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Gesprächs hier und das sich ja bezieht auf den ersten Tagesordnungspunkt heute hier im Plenum. 90 Minuten will das Parlament beraten über den Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Und gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was ist gelungen, Frau Mialitsch, in den vergangenen 28 Jahren? Ist immerhin eine Generation jetzt fast mit der deutschen Einheit hier in Deutschland? Ja, es ist schwierig. Also wenn man sich den Osten anschaut, dann sind halt eben viele Versprechen nicht eingelöst worden in der letzten Zeit. Das muss man einfach so konstatieren. Also es ist die Versprechung zum Beispiel gemacht worden, den Osten halt eben auch durch Institutionen zu stärken. Jetzt stellen wir halt eben fest, dass zum Beispiel von 24 neu gegründeten Institutionen nur 4 in den Osten gegangen sind. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Aber auch im Westen Deutschlands, da müssen wir auch einen wirklich einen guten Blick drauf haben. Auch da gibt es sehr viele Regionen, die einfach strukturschwach sind, wo es nicht gut aussieht. Und deswegen muss sich in der Förderpolitik insgesamt sehr, sehr viel ändern. Das werden wir vertiefen gleich. Keine blühenden Landschaften, zumindest nicht überall, Herr Wanderwitz, aber doch jede Menge blühende Pflänzchen, wenn man so sagen kann. Was ist deswegen die Frage auch an Sie, was ist gelungen in den vergangenen 28 Jahren? Also ich finde schon, dass das vielfach kritisierte und teilweise mit Häme versehene Zitat von Helmut Kohl von den blühenden Landschaften nicht nur im Sommer in den neuen Ländern zu sehen ist. Im Sinne von, wir haben miteinander die Menschen, aber auch durch die große Solidarleistung, die aus den alten Ländern die vielen Jahre gekommen ist, unheimlich viel geschafft. Wenn man sich anschaut, wie sah es denn 1989 aus, wenn man sich die alten Bilder anschaut und jetzt, dann ist es im Grunde genommen ein anderes Land. Es ist unheimlich viel an Infrastruktur beispielsweise in den Städten. Wir sind ja das Bauministerium, deswegen weise ich beispielsweise mal auf unsere große nationale Kraftanstrengung im Städtebau hin. Es ist unheimlich viel passiert. Aber es ist noch nicht alles so, wie sich das die Menschen und damit auch wir als Verantwortliche in der Politik wünschen. Wir haben nach wie vor große Aufgaben und deswegen haben wir unter anderem nicht allein der Thematik neue Länder wegen. Es gibt auch in der Tat strukturschwächere Regionen in den alten Ländern. Deswegen haben wir jetzt die große Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, für die unser Haus, das BMI, auch das verantwortliche Haus ist gegründet. Und wir haben uns da einiges vorgenommen in der Regierungskoalition, auch gemeinsam mit den Ländern. Und vielleicht finden wir auch ein bisschen Gemeinsamkeit zwischen Regierung und Opposition.
Ach, Sie machen es mir leicht, Sie beide, heute Morgen, weil die Stichworte, die ich sowieso noch irgendwie hatte, die fallen jetzt schon hier peu à peu. Nehme ich eins auf, was Sie eben schon gesagt haben, nämlich zum Thema Förderung, Strukturförderung. Was ist falsch gelaufen? Anders gefragt, wie kann das so lange falsch laufen über ja fast drei Jahrzehnte jetzt? Da muss man ja irgendwann mal gemerkt haben, dass es nicht funktioniert und mal gegensteuern, korrigieren oder was auch immer. Also warum, denken Sie, ist es auch jetzt im dritten Jahrzehnt nicht so, wie es hätte sein sollen? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Schärfer. Also wir diskutieren jetzt schon sehr, sehr lange über das Thema und gestern ist die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse eingesetzt worden, die ja sich auch zur Förderpolitik äußern soll. Also 2019 läuft der Solidarpakt aus. Das heißt, dann wird es ein neues Förderregime geben. Aber diese Kommission soll jetzt binnen eines Dreivierteljahres ein Konzept dafür vorlegen. Ich finde, das ist sehr, sehr sportlich. Also meiner Ansicht nach hätte man schon wesentlich früher sich diesen Fragen widmen müssen. Weil insbesondere auch in Westdeutschland, wenn ich jetzt nun mal meinen Wahlkreis nehme in Gelsenkirchen, also der von einer hohen Schuldenlast gedrückt ist, wo es sehr, sehr viele soziale Probleme gibt, ja, und es gibt sogar eine Studie, die uns bei der Lebensqualität auf dem letzten Platz in Deutschland sieht. 401. Es gibt eine gute Kampagne aus der Zivilgesellschaft, die ich hier nicht unerwähnt lassen will, 401GE, die sozusagen daraus gewissermaßen eine Tugend machen will, also das etwas mit Humor nimmt, aber gleichzeitig auch auf die Probleme aufmerksam machen möchte. Und es zeigt natürlich auch, dass da auch ein hoher Förderbedarf ist. Und wenn man sieht, wer in dieser Kommission vertreten ist, da sind auch die Bundesländer vertreten, da gibt es sehr unterschiedliche Interessen, auch seitens der Bundesländer. Und wie man diese Interessen zusammenbringen möchte, um dann auch 2019 wirklich zu einer Förderpolitik zu kommen, die allen Regionen in Deutschland gleichermaßen gerecht wird. Da habe ich also mehr Fragen als Antworten. Sachsen steht ziemlich gut da im Vergleich zu vielen anderen. Dann gibt es andere Länder, Bundesländer im Osten, die es erheblich schwerer haben und hatten in den vergangenen Jahren. Deswegen natürlich auch die Frage an Sie als CDU-Politiker. Was ist Förderpolitik technisch falsch gelaufen? Ich sage auch an der Stelle wieder, es ist vor allen Dingen auch einiges, um nicht zu sagen, eine ganze Menge richtig gelaufen. Na, das haben wir ja schon besprochen. Jetzt gehen wir mal auf den einen Punkt weiter. Das haben Sie ja eingangs irgendwie hinreichend erläutern können. Das war auch okay so. Aber es ist natürlich insbesondere zu lange die sogenannte Leuchtturmpolitik verfolgt worden. Sprich, man hat sich auf die großen Kerne konzentriert, ich sage mal die größeren Städte. Bei uns in Sachsen beispielsweise ist ja die bekannte gute wirtschaftliche Entwicklung in Dresden und auch jetzt zunehmend in den letzten Jahren in Leipzig angekommen, was mit großen Ansiedlungen zu tun hatte. Und man hat, weil man natürlich auch jeden Euro oder früher mal jede D-Mark nur einmal ausgeben kann, zu lange die eher peripheren, eher ländlichen Räume vernachlässigt. Das ist ganz klar und das wollen wir jetzt anders machen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, vor allen Dingen die, dass natürlich die finanziellen Mittel immer begrenzt sind und es auch unheimlich viel schwerer ist, diese Förderpolitik für die ländlichen Regionen zu machen. Weil wenn man beispielsweise eine Industrieansiedlung macht oder auch eine Behördenansiedlung beispielsweise, das Thema Behördenansiedlung kam ja, da kommt natürlich unheimlich schnell die Antwort, da kriegen wir aber die benötigten Fachkräfte in dieser peripheren Region, wo die Lebensumstände eben nicht so sind wie in einer schönen Großstadt, schlechter. Und deswegen ist das vielschichtig, hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass wir das gesamte Bündel an guten Lebensbedingungen in den ländlichen Raum stärker ausrollen, als das bisher der Fall war. Und genau das soll diese Kommission neben dem Thema gesamtdeutsche Förderstrategie auch leisten. Ich sehe gleich auch noch mal dran, verspreche ich Ihnen. Ich will jetzt bei der Gelegenheit, fällt mir ein, was hat das Ministerium eigentlich? Das hat ja neue Ressortzuschnitt bekommen mit Beginn dieser Legislaturperiode. Was haben Sie auch da in diesem Ministerium, in diesem Bereich Bau und Heimat eigentlich bislang gemacht? Wir haben vor allen Dingen den Städtebau. Da gibt der Bund allein fast 800 Millionen Euro im Jahr in diese Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Und davon geht ziemlich viel Geld in die neuen Länder beispielsweise. Viele Regionen der alten Bundesländer kennen die Städtebauförderinstrumente, die wir in den neuen Ländern in den letzten drei Jahrzehnten angewendet haben, im Grunde nur aus Hörensagen, weil es sie in den alten Ländern in dieser Form nie gegeben hat. Weswegen wir jetzt beispielsweise auch den Stadtumbau, den früher nur der Stadtumbau Ost war, jetzt gibt es Stadtumbau West und Ost, den wollen wir jetzt auch in ein gesamtdeutsches Stadtumbauprogramm überführen, weil es eben auch in den alten Ländern dort natürlich entsprechende Bedarfe gibt. Und im Heimatbereich ist die Kommission, wie gesagt, die zentrale Aufgabe und aus der Kommission heraus werden sich sicherlich neue Förderszenarien entwickeln.
Was erwarten Sie beispielsweise von dieser Kommission, die, wie gesagt, sich gestern konstituiert hat, beispielsweise für Städte wie Gelsenkirchen, das Sie angesprochen haben? Duisburg sieht es auch nicht besser aus. Mittlerweile ist es so, dass die Lohnentwicklung in Städten wie Gelsenkirchen und Duisburg sehr viel schwächer und sehr viel langsamer ist als beispielsweise im Landkreis, jetzt finde ich hier nicht, aber zumindest auch in den neuen Bundesländern, wo Uckermark, das war es, Vorpommern, wo mittlerweile in den vergangenen 10 Jahren 23% Steigerung war, in Gelsenkirchen, Duisburg mal gerade 13 bzw. 15. Was erwarten Sie von der Kommission, was erwarten Sie auch vom Heimatministerium, dass im Hinblick auf die Region, aus der Sie kommen, aus der Stadt, wo ja auch vieles im Argen liegt? Also ich erwarte zunächst einmal, dass diese Probleme, die es zweifellos in vielen Regionen in Deutschland gibt, aber eben auch im Westen, erst einmal zur Kenntnis genommen werden. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann erwarte ich, dass es eine Förderpolitik gibt, die nicht nach Himmelsrichtungen fördert, sondern nach Bedürftigkeit. Dann erwarte ich, dass sich zum Beispiel des Themas der Altschulden angenommen wird. Also gerade die Schuldenlast in den Kommunen drückt unheimlich auf die Möglichkeiten, überhaupt in den Kommunen etwas Sinnvolles für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Dieses Problem muss ganz dringend gelöst werden. Auch vor dem Hintergrund, dass wir ja 2020 auch die Schuldenbremse in den Ländern haben. Das heißt, das Problem verschärft sich eher noch. Und hier muss der Bund stärker eintreten. Und da kann ich es nicht gelten lassen, dass dann gesagt wird, dafür haben wir kein Geld. Weil das ist letzten Endes auch sehr, sehr schwierig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, der ja in den Kommunen auch tatsächlich ausgeprägt wird. Zusammenhalt ist wieder ein schönes Stichwort, denn wir haben bislang über die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen und wir haben unter anderem auch darüber gesprochen, dass es in einigen Ostbundesländern ja durchaus gut vorangeht. Sie haben es ja eben auch beschrieben, Herr Wanderwitz. Trotzdem ist die Unzufriedenheit erheblich ausgeprägter, gerade in Sachsen, wo das wirtschaftlich den größten Sprung gemacht hat in den vergangenen Jahren. Erklären Sie das mal. Das ist eine unheimlich vielschichtige Thematik. Es ist so, dass es den Menschen in der Tat wirtschaftlich von Jahr zu Jahr besser geht, zumindest vielen Menschen, die durchschnittlichen Werte, wobei man natürlich gucken muss, von welcher Basis gehen die Steigerungen aus. Insofern ist die absolute Steigerung wahrscheinlich in Gelsenkirchen immer noch höher gewesen als in Mecklenburg-Vorpommern, weil man von einer höheren Basis kommt. Aber es ist ein vielschichtiges Thema. Es hat vor allen Dingen, und das ist eine Debatte, die auch gut zu führen ist rund um dieses Thema Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit und das Einheitsjubiläum, auf das wir ja jetzt zulaufen, in das 30-Jährige. Insbesondere viele der Älteren, der Generation, die jetzt so, ich sag mal, am Ende ihres Arbeitslebens angekommen ist, die volle Härte des Transformationsprozesses getragen haben, die stellen nicht ganz zu Unrecht die Frage, wird denn eigentlich unsere Lebensleistung gewertschätzt von der Gesellschaft? Und da müssen wir, glaube ich, genauer hinhören und eben mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das ist nachvollziehbar, aber wie ist es mit der Wertschätzung in, weiß ich nicht, in Gelsenkirchen, in Duisburg, wo mit hoher Langzeitarbeitslosigkeit, müsste es doch genauso kritikwürdig oder genauso viel Kritik anbringen? Ja, definitiv. Es ist sehr, sehr schwierig. Also gerade das Thema Wertschätzung, Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein Thema, was wir dringend bearbeiten müssen. Und es drückt sich halt eben auch dadurch aus, dass zum Beispiel der Bund halt eben solche Probleme zur Kenntnis nimmt und da ein besonderes Augenmerk darauf richtet. Denn es geht zum Beispiel auch um solche Themen wie Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Funktionsfähigkeit des Staates. Und wenn zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger 6 Wochen auf einen Behindertenausweis warten müssen, einfach weil die Verwaltung unterbesetzt ist, dann ist das auch nicht gerade ein Zeichen von Wertschätzung, wenn sozusagen nichts gegen diese Probleme getan wird. Und dann fühlen sich Menschen auch schnell alleine gelassen oder haben den Eindruck, der Staat funktioniert nicht richtig und ich komme mit meinen Problemen da nicht richtig an. Und das kann auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft enorm schwächen. Das erleben wir in meiner Stadt Gelsenkirchen, das erleben wir aber auch in anderen Regionen in Deutschland. Und dagegen kann man ganz lebenspraktisch auch etwas tun. Was? Ja, zum Beispiel mehr Geld, eine bessere Förderung und eine bessere Ausstattung in den Verwaltungen und damit die halt eben ihre Arbeit machen können. Abschließend, die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. Wie sieht denn dieses Land aus, wenn die Lebensverhältnisse tatsächlich gleichwertig sind? Weil das Land bleibt ja verschieden. Es gibt der Unterschied von Stadt und Land wird bleiben, vieles mehr. Naja, natürlich heißt Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht Gleichheit oder Uniformität, sondern es heißt, dass wir die praktischen Probleme, die praktischen Ungleichheiten, die es jetzt eben gibt, das sind teilweise großstädtische Probleme, Sicherheit beispielsweise, fehlender Wohnraum und die Probleme auf dem flachen Land, beispielsweise das Vorhandensein von guten Bildungsmöglichkeiten, von wertiger Kultur, dass wir die eben ein gutes Stück vorangebracht haben, sowohl die großstädtischen als auch die Flachlandprobleme in einer Lösung zu führen.
Ich habe im Hintergrund den Gong gehört. Deswegen müssen wir jetzt leider aufhören. Aber wir werden wieder drüber reden. Zwangsläufig, glaube ich, auch. Und da freue ich mich dann auch drauf. Irene Mialic, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Marco Wanderwitz, herzlichen Dank. Sie dürfen reingehen.